Staatsanwalt weist darauf hin, dass es im deutschen Grundgesetz so geregelt ist, dass es auch das Recht auf einen Willen gibt, selbst dann, wenn die Geschäftsfähigkeit eingeschränkt ist. Dann ist ein weiterer Fall sogar dokumentiert, da Video, ich will Ihnen das kurz einspielen, eine alte Dame steht auf dem Flur. Der letzte Fall ist eigentlich auch dokumentiert, aber die Technik ist jetzt nicht so, sonst fuhr es noch gerade raus. Eine alte Dame ruft unentwegt. Das ist jetzt von einer Angehörigen zur Anklage gemacht worden. Sie ruft immer Schwester, Schwester, Schwester. Ja. Die Angehörige sucht dann eine Pflegerin, trifft auf Sabine S. und sagt, da ruft eine alte Dame immer Schwester, Schwester. Sabine sagt, ja, ich höre jetzt nichts. Ja doch, da ruft doch eine Dame, hören Sie das nicht? Ach so, ja doch, Frau Schmitz, die kann auch lauter. Der Staatsanwalt, es gibt noch viel mehrere Vorwürfe, aber der Staatsanwalt meint, das soll genügen und als Strafmaß fordert er verschärfte Dokumentationspflicht, Nachschulung auf jeden Fall, häufigere Pflegevisiten und den Auftrag an das Qualitätsmanagement, ein Formular und ein Arbeitsbogen zu entwickeln, damit Mitarbeiter, Pflegende, die ein Fehlverhalten zeigen, dieses auch dokumentieren. Jetzt hat das Wort die Verteidigung, das bin ich, der Verteidiger, Hohes Gericht. Ja, es stimmt, Sabine S. ist eine examinierte Altenpflegerin, ist gut ausgebildet, hat an zahlreichen Fortbildungen teilgenommen. Staatsanwalt hat es ja schon gesagt, Qualifikation, aber nicht nur das, basale Stimme zum Expertenstandards, als das an Fortbildung hat sie teilgenommen. Die Frage, die ich aber an das Obergericht stelle, ist, warum wendet sie ihr Wissen nicht an? Und zweitens, auch darauf werde ich mich einlassen, warum entspricht sie nicht ihren eigenen Idealen? Denn ich habe mich sehr lange mit Sabine S. unterhalten und habe festgestellt, dass sie voller Ideale ist. Und sich eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern sich für diese Vorfälle, die der Staatsanwalt ja dokumentiert hat, schämt. Zur ersten Frage also, warum wendet sie ihr Wissen nicht an? Hohes Gericht, es gibt ein explizites und ein implizites Wissen in der Altenpflege. Das explizite Wissen ist das, was selbsternannte oder auch ausgewiesene Experten an irgendeiner Stelle erarbeiten, produzieren und dieses Wissen wird dann verteilt. Man könnte sich also hier einen Balken vorstellen, hier ist das explizite Wissen, irgendwo wird das produziert, es wird hierhin verteilt, aber auf der anderen Seite des Falles, der Linie, passt das nicht mit dem Einzelfall zusammen. Das heißt, das, was hier verteilt wird, kann gar nicht geteilt werden. Es kann nicht einverleibt werden, es kann auf den konkreten Einzelfall nicht übertragen werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass dieses implizite Wissen, was Sabine hat, was sich speist aus Gefühlen, ja, Erahnungen, auf Wissen, aus Alltagskompetenz, dass dieses Wissen eben nicht in die Produktion des expliziten Wissens eingespeist wird. Es gibt also keinen Wissenskreislauf, ja, wo Wissen produziert wird, verteilt wird, einverleibt wird und das eigene Wissen eingespeist wird, sondern es gibt eine klare Trennung und beide Wissen stehen nebeneinander oder beide Wissensbestände stehen nebeneinander. Sabine beispielsweise hat eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, wie man einen Menschen lieb hat. Ja? Sie hat auch mal zu einer alten Dame, der es nicht so gut ging, gesagt, ach mein Liebchen, das führte dann aber fast zu einer Ermahnung, denn auf der anderen Seite ist bisher noch kein Expertenstandard für Liebhaben entwickelt worden. Und die Pflegeexperten, überhaupt die Experten, sagen also, was wir noch nicht erfasst haben, was wir noch nicht analysiert haben und beschrieben haben, ist grundsätzlich auch verboten. So entwickelt sich also hier ein Wissen auf der rechten Seite, was sich ganz weit weg von den Menschen, sowohl denen, die gepflegt werden, als auch die, die pflegen, wegentwickelt hat. Da gibt es eine Angehörige, eine Tochter, die jahrelang ihre Mutter gefüttert hat, das auch so nennt, und es auch in einer wunderbaren Weise hinbekommen hat, der Mutter beim Essen zu helfen. Wenn Mutter nicht den Mund aufmachte, hat sich die Tochter an ihre Kinder erinnert, und da macht die Mutter auch den Mund auf. Das geht natürlich auf dem expliziten Wissen überhaupt nicht, ja? Denn diese an sich einfache Handreichung, einem Menschen beim Essen zu helfen, ist eine hochkomplexe, hochkomplizierte Angelegenheit, die man auch nicht Futter nennen darf, sondern Essen anreichen. Das heißt also, hier wird ein Wissen produziert, wo man sich denkt, da können Schluckbeschwerden entstehen oder die machen hier so Tasche und horten ihr Essen. Was eigentlich nicht passiert, aber es führt eben dazu, dass diese an sich einfache Handreichung nur noch von Pflegeexperten, examinierten Fachkräften durchgeführt werden kann. Interessant ist allerdings, dass hier das Wissen steht, doch in der Praxis diese Hilfestellung meistens angelernt oder Hilfskräften überlassen wird, deren einzige Kompetenz darin besteht, dass sie wissen, sie dürfen das, was sie tun, nicht mehr füttern nennen, sondern Essen anreichen. Die Tochter hat ihrer Mutter jahrelang dabei geholfen, die Windeln anzulegen. Die Professionelle weiß natürlich, dass das überhaupt nicht Windeln heißt, sondern Inkontinenzmaterial. Sie bringt dieses Inkontinenzmaterial zu Frau Schmitz und lässt sie dann damit alleine. Denn sie macht ja aktivierende Pflege oder, wie sie mir sagte, wir arbeiten hier kompetenz- und ressourcenorientiert. Ich frage, was ist das? Sagt sie, das müssen wir. Ein kleines Beispiel dafür, wie vieles von dem, was produziert wird, nicht ankommt. Es läuft auch keiner mehr weg, sondern sie sagt, dieser Herr hat eine Hinlauftendenz. Er sagt, das kann doch gar nicht sein, die läuft doch weg. Nein, sagt sie, das würde nicht so gut klingen, denn ihr Heim sei ja wie daheim und da hätte keiner einen Grund wegzulaufen, denn man würde ja immer das Wohlbefinden messen. Also er müsse nicht weglaufen, er läuft irgendwo hin, er sucht etwas. Daraufhin sage ich dann, ja, aber es ist doch ziemlich schwierig, wenn immer einer hinläuft. Ja? Das ist nicht schwierig, ja? Er zeigt nur herausforderndes Verhalten. Ja, so trifft also eine Managementsprache, trifft auf einen Pflegealltag, und beides ist eigentlich gar nicht kompatibel, denn die Managementsprache orientiert sich an dem Ingenieurwissen und ja, an Kaufmannsgeschick. Das Ingenieurwissen will alles planbar machen, berechenbar machen, steuerbar machen. Und vom Kaufmannsgeschick erwartet man, dass derjenige, der alles mit sich machen lässt, dann auch noch Zufriedenheit äußert. Aber
In der konkreten Pflegesituation kann man keinen Ingenieur gebrauchen und auch keinen Kaufmann. Deswegen zitiere ich jetzt aus einem älteren Gerichtsurteil von einem Soziologen, Levi Strauss, der heute leider etwas unbekannt ist, aber mir noch immer sehr lieb ist. Und Levi Strauss sagt, dass man in der Pflege eigentlich Bastler brauche. Der Bastler, da sollten sich jetzt also kein Hobbyheimwerker vorstellen, der Bastler ist in der Lage, eine große Anzahl verschiedenartigster Arbeiten auszuführen. Doch im Unterschied zum Ingenieur macht er seine Arbeiten nicht davon abhängig, ob ihm die Rohstoffe oder Werkzeuge erreichbar sind, die je nach Projekt geplant und beschafft werden müssen. Die Welt seiner Mittel ist begrenzt und die Regel seines Spiels besteht immer darin, jederzeit mit dem, was ihm zur Hand ist, auszukommen. Das heißt, mit einer stets begrenzten Auswahl an Werkzeugen und Materialien, die überdies noch heterogen sind, weil ihre Zusammensetzung in keinem Zusammenhang zum augenblicklichen Projekt steht. Wie überhaupt zu keinem besonderen Projekt, sondern das zufällige Ergebnis aller sich bietenden Gelegenheiten ist, den Vorrat zu erneuern und zu bereichern oder ihn mit den Überbleibseln von früheren Konstruktionen oder Destruktionen zu versorgen. Der Bastler ist durchaus jemand, der auf ein Ziel zugeht, geradeaus, aber in Kurven. Er hat den Blick für Einzelteile und nicht die starre Orientierung, die nur mehr der Realisierung des Planes im Auge hat. Als Zaungast des Fortschrittes nimmt und gibt er sich aber auch die Freiheit, sein Ziel entsprechend seinen Mitteln und seinen sich entwickelnden Einsichten und Erfahrungen zu verändern. Ebenso kann er die Kraft auf die eigenen schöpferischen Möglichkeiten bauen, etwas in der Schwebe zu halten, sich einem nicht klar abgegrenzten Umfeld vage Vorstellungen und unscharfe Verhältnisse zu bewegen. So eröffnet dieses Handeln ohne absolut entschiedenen Horizont, ohne Vorausberechnung, dem Bastler die Chance, mit dem Werden von Möglichkeiten zu rechnen. Ich plädiere also dafür, dass wir uns von diesem Ingenieurwissen und Kaufmannsgeschick trennen und Sabine S. wieder in der Rolle des Bastlers stärken. Ich komme zum Punkt 2 meiner Einlassung. Warum wird Sabine ihren eigenen Idealen nicht gerecht? Nun, die Ideale in der Altenpflege, ob von außen an sie herangetragen oder die selbst gewählten Ideale, sind so hoch, dass sie niemand, auch nicht die allerheiligste Johanna der Altenpflege, erfüllen kann. Es ist einfach eine schwierige Aufgabe in der Altenpflege, weil hier zwei Menschen miteinander handeln müssen. Es sind Beziehungen. In dieser Beziehung geht es nicht nur um die alten Damen und Herren, um ihnen gerecht zu werden, sondern es geht auch darum, dass sich der Mitarbeiter in diesem konkreten Fall, Sabine S., gerecht wird. Auch nach ihren Bedürfnissen fragt. Das wird ihr aber weitestgehend untersagt. Wenn ich jetzt unter diesem Aspekt nochmal die Vorwürfe des Staatsanwaltes analysiere, dann war ja der erste Vorwurf, dass sie in Thüringen steht, eine alte Dame will näher und sagt, komm mal, ja, und Sabine sagt, ich habe die Handtücher vergessen. Nun muss man wissen, Bundesgericht, diese alte Dame hat während ihres Aufenthaltes im Altenheim zwei neue Vorlieben entwickelt. Die erste Vorliebe bestand darin, dass sie immer gerne in ihre Tena greift und fühlt, was da ist, das, was sie da findet, in ihren Händen spürt und dann die zweite Vorliebe, sobald jemand vom Pflegepersonal kommt, versucht sie sich zu klammern. Wenn man das weiß, ist nachvollziehbar, dass Sabine nicht sofort zu ihr hingehen kann. Allerdings, ihr Problem besteht darin, dass sie nicht sagen kann, ich habe keine Lust heute Morgen auf diese Kacknähe. Das muss sie sich verbieten. Und deswegen sagt sie, ich habe die Handtücher vergessen. Würde sie sich selber ernst nehmen, und wissen, was ihre Bedürfnisse sind, dass sie natürlich keine Lust hat, umklammert zu werden, dann wäre sie, und davon bin ich überzeugt, Sabine in der Lage, in dieses Zimmer zu gehen, ohne mit dem Hinweis auf vergessene Handtücher.
kurz bei Frau Schmitz zu verweilen, sie zu bedauern, sich anzuhören, dass sie die ganze Nacht alleine war, ohne zu sagen, ja, nachts kann ja auch keiner kommen. Und dann wurde Sabine das tun, was sie normalerweise immer macht. Sie geht zur Nasszelle, holt die Waschlappen, putzt oder wascht echt zuerst mal die Hände und lässt sich dann um die Arme. Das zweite Beispiel, was der, oder den zweiten Vorwurf, den der Staatsanwalt vorgetragen hat, diese Situation in einem Zimmer, Frau Sabine bei der Grundpflege und die alte Dame schreit die ganze Zeit, nein, 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 nein. Und Sabine sagt dann zwischendurch, ja. Mit Verlaub, Großgericht, gestatten Sie mir diese etwas saloppe Ausdrucksweise, aber wenn Sie 10 oder 15 Minuten während einer Grundpflege in dieser Abwehr einer alten Dame sind, werden Sie schlichtweg gekloppt. Das heißt also, Sabine muss sich entladen. Und ich habe mir dieses Video genau angesehen, sie entlädt sich eruptiv. Es ist nicht systematisch, dass sie zu jedem hingegen Menschen nachäfft oder despektierlich, respektlos mit diesen Menschen umgeht. Es war eine absolute Notsituation. Sie ist so erregt, so angespannt, dass sie einfach jetzt denkt, ich muss mich jetzt mal entladen. Nein, 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 nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Es hat ihr anschließend leid getan, dass es zu diesem Fauxpas gekommen ist. Ich habe dafür vollstes Verständnis und appelliere, dass man eben Mitarbeiter trägt, das heißt also mit Sabine überlegt, wie lange kann sie in so einer Abwehr, in Nein oder Aua oder was es sonst noch Sachen gibt, überleben. Darf sie, und das wurde ja ausdrücklich untersagt, darf sie, wenn sie es nicht mehr aushält, aus dem Zimmer gehen und Frau Schmitz eine Zeit lang unversorgt oder nicht zu Ende versorgt im Bett liegen lassen. Ich sage ja, ich hoffe, dass sich diese Einsicht durchsetzt. Der dritte Punkt, das ist, wenn man älter wird, weiß nicht, was man gesagt hat. Ach ja, das war die Dame, der sich das Glas wegnimmt. Ja? Und die Dame sagt, das will ich gucken, Sabine kümmert sich nicht darum und nimmt das Glas weg. Hohes Gericht, wenn Sie sich die Situation genau ansehen, dann würden Sie erkennen, dass Sabine S. dieses Glas nicht einfach wie eine Herrscherin weggenommen hat, sondern während sie das wegnahm, gestottert hat. Die Dame sagt, das will ich gucken. Und Sabine sagt, aber jetzt antworten gut. Ne? Dieses Stottern zeigt doch, dass Sabine nicht einfach gegen den Willen eines Menschen handelt, sondern sich in einer Situation befindet, wo sie nicht genau weiß, was sie tun soll. Entspricht das, dass die Dame mit einem Glas da rummatscht, ja? Entspricht das der Würde des Menschen, entspricht das ihrer mutmaßlichen Willen? Oder soll oder darf Sabine ihrem Gefühl, ihrem Gespür folgen und denken, ach guck mal, was die alte Dame da macht, ist ja ganz toll. Sie weiß es nicht und keiner hilft ihr, deswegen schlägt sie sich auf die sichere Seite, nimmt das Glas weg und bringt es zu diesem, dann nennt man sie, diesen Herrscherinnen über Geschirr und Besteck, also in Hauswirtschaftsrunden, die es dann sofort in die Spülmaschine hineinsteckt. Das dritte Beispiel, das war diese Dame, die Sie im Video gesehen haben, sie steht 5 Minuten auf dem Flur. Und man könnte jetzt zu Recht beklagen, dass 2 Personen 5 Minuten, also 2 mal 15 Minuten in der Stationsküche stehen und sich nicht um diese Dame kümmern. Wäre es nicht, so fragt ja auch der Staatsanwalt, leichter, mal schnell rauszugehen, ihr der Dame den Löffel zu geben und man hätte Ruhe. Nein, Großgericht, man kann ihr den Löffel geben, sie wird dennoch immer wieder im Flur stehen. Ich mache Sie jetzt auf etwas anderes aufmerksam. Niemand, auch kein Richter, Herr Richter und kein Staatsanwalt und auch keine heilige Johanna der Altenpflege, kann unentwegt anderen Menschen zur Verfügung stehen. Jeder Mensch braucht Eigenschaften, auch Sabine S. Wenn sie also schon den ganzen Vormittag bei diesen Damen war und Herren war, vieles für sie getan hat, dann braucht sie immer wieder zwischendurch eine Eigenzeit, wo sie nicht zur Verfügung steht.
wo sie für sich ist, wo sie auch mal ihre Anspannungen, Erregungen, wie sie das mit der Kollegin getan hat, ablachen kann. Das heißt also, die 5 Minuten, die die beiden in der Küche stehen, muss man Sabine S. zugestehen. Und man muss ihr auch zugestehen, dass sie dann in dieser Zeit, wo sie sich eine Eigenzeit nimmt, um Kraft zu tanken, dass sie in dieser Zeit die alte Dame leiden lässt. Sie haben es ja gesehen, dass sie leidet, aber das geht nicht anders in der Pflege. Es geht nämlich immer um Kompromisse und Kompromisse beinhalten, dass jeder mal zurückstecken muss, jeder mal leiden muss, aber keiner auf Dauer und keiner einseitig, auch nicht Sabine S. Der Vorwurf des Staatsanwaltes, eine Dame ruft Schwester, Schwester, Schwester und sie hört das nicht und sagt, ach, ich kann noch lauter. Herr Richter, es ist ganz klar, wenn Sie den ganzen Tag mit solchen Rufen belästigt werden, dann schaffen Sie das nicht mehr und Sie machen das, was auch Sabine gemacht hat, die macht die Ohren zu und tut so, als höre sie es. Aber natürlich hört sie es. Was ist in diesem Fall zu tun? Es wird allerhöchste Zeit, dass wir in jedem Pflegeheim mindestens 2 bis 3 schallisolierte Räume einrichten. Da denken Sie natürlich, weil Sie hohes Gericht in meinem Alter sind, sofort an Gummizellen. Aber ich habe mich belehren lassen, es geht nicht um Gummizellen, es geht darum, dass derjenige, der sich um diese Menschen bereit ist zu kümmern, dass der auch seine Ruhe hat, um Kraft zu tanken und immer wieder in diese Räume zu gehen und Frau Schmitz das, der Ruf von Frau Schmitz das zu geben, was sie braucht, im Sperrsignale näher. Was ist jetzt also zu tun? Erstens, es muss ein Recht auf Selbstpflege geben und ich bitte das Hohe Gericht dafür ausdrücklich zu sorgen. Jetzt wollte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, aber technisch funktioniert eben nicht. Ja. Das heißt also, dass man Selbstpflege, dass man Mitarbeiter befähigt, auf sich selber zu schauen, sich selber ernst zu nehmen und sie dorthin zu bringen, dass sie sich fragen können, was tut mir, was brauche ich, was hilft mir, um zu überleben. Jeder der Mitarbeiter hat Rettungsboote, hat Druckkammer, ja, und er muss so weit gebracht werden, dass er sie auch pflegen kann. Ich hätte Ihnen jetzt gerne ein paar Vorschläge gezeigt, zum Beispiel die Aggressionsabführräume aussehen, wo man sich einfach seine Wut, seinen Ärger, seine Erregung abschalten kann. Natürlich brauchen Sie auch andere Möglichkeiten der Selbstpflege und wichtig ist vor allen Dingen immer, dass Sie sich fragen, ist das, was ich an Strategien anwende, um bei diesen Menschen zu überleben, ist das gut für mich? Tut mir das gut? Ja. Wenn Sie da einmal sehen, wie Mitarbeiter oder Sabine S. in Abwehrzimmer, nein, 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 oder auch Abdusorge, oder Stockport, oder weg, oder sonst was, wie sie in diesem Zimmer geht, wie sie versucht, sich mit Sprache zu schützen, nämlich mit einer Sprache, die bei dem expliziten Wissen, dem Expertenwissen produziert worden ist, dass man den Menschen immer erklären muss, was man tut. Die Bücher stehen zur Verfügung. Okay, dann spielt so ein, naja, das egal ist. Ja. Dann muss man sich fragen, ob die Sprache überhaupt gut tut. Und ich plädiere dafür, dass Sie da mal überlegen, dann wird Sie wahrscheinlich feststellen, dass immer dann, wenn Sie gegen den Willen eines Menschen handeln muss, und sehr geehrter Herr Staatsanwalt, ich weiß natürlich, dass es ein Recht auf den eigenen Willen gibt, auch wenn die Geschäftsfähigkeit eingeschränkt ist, aber es gibt immer wieder Situationen, wo man gegen den Willen eines Menschen handeln muss. Ich selber erlebe in letzter Zeit immer häufiger Fälle, dass man mit einem falsch verstandenen Selbstbestimmungsrecht argumentiert und das dann dazu führt, dass ein Herr Schmitz, ein Herr Mayer, eine Frau Müller verwahrlost und nach 2, 3 Wochen in die Psychiatrie eingewiesen wird, weil man denkt, man müsse sie nicht waschen, wenn sie von oben bis unten zugeschissen ist und sie sagt, nein, ich möchte nicht. Unglaublich, so unglaublich. Ja. Das kommt doch, also jetzt muss ich darf meine Rolle nicht verlieren. Ja.
Wir müssen uns doch fragen, wie es möglich ist, gegen den Willen eines Menschen zu handeln, und zwar mit Anstand. Und zwar so, dass es uns gut geht, dass wir dann besser schweigen, dass wir dann anschließend auch wieder uns mit diesen Menschen, gegen deren Willen wir gehandelt haben, uns versöhnen. Was das jetzt mit den Bildern ist, eh egal. Zweitens, das Recht auf Alltagswissen. Ja? Muss wieder gestärkt werden. Das heißt also, das implizite Wissen von Sabine S. muss unbedingt in diesen Wissenskreislauf eingespeist werden. Ich plädiere dafür, dass man diese Gefühle, ja, die diese Sabine S. hat, diese Spekulationen, ja, diesen gesunden Menschenverstand, aber auch ihre Grundhaltung, ihr Alltagswissen, ja, das alles, was sie von Frau Schmitz erahnt, spürt, ja, dass sie das auch ausdrücken darf und natürlich auch aufschreiben sollte. Aber ich weiß natürlich, dass es unheimlich schwierig ist, diese Mischung aus Wissen, ja, aus Rationalität, Gespür, Gefühle, Empfindungen, das in Worte zu fassen. Und dann erscheinen da manchmal ganz kryptische Beiträge, wo man sich fragt, was meinst du? Aber statt nun Sabine S. dazu zu bringen, dass sie Formulierungen wählt oder abschreibt, die dem MDK genehm ist, erwarte ich, dass der MDK seine Mitarbeiter in Hermeneutik ausbildet, das heißt also in der Kunst, sich in Texte hineinzuarbeiten. Es kann doch wohl nicht sein, dass Sabine S. ständig irgendwelche Standardformulierungen produzieren muss, nur weil die Menschen vom MDK zu blöde sind, sich in die Gefühlswelt von Sabine hineinzuarbeiten. Das heißt also, Sie müssen das, was da steht, versuchen herauszuarbeiten. Was meinte Sabine? Ja. Welche Haltung hat sie? Welche gute Absicht steckt dahinter? Und dann merkt man, das gebe ich natürlich zu, bis auf ein paar Ausnahmen, die allermeisten Mitarbeiter in der Pflege sehr bemüht sind und eigentlich auch in der Lage sind, sehr anständig mit Menschen umzugehen, aber vielleicht sollten wir uns vielleicht, obwohl nicht nur vielleicht, sondern von dem Gedanken trennen, dass wir alle gesund und glücklich sterben müssen. Drittens, der Grundsatz, die beste Pflege ist die, die sich der alte Mensch wünscht, muss wieder stärker ins Bewusstsein gerückt werden und auch gegen eines Expertenwissen verteidigt werden. Das setzt natürlich voraus, dass wir, die wir älter werden, ich gehöre ja schon 62 dazu, dass wir, meine Generation, endlich anfängt, diese Pflege, die eines Tages auf uns zukommt, nicht nur Experten zu überlassen, sondern sehr frühzeitig sich zu überlegen, was will ich, was ist die Pflege, die ich will. Und die unterscheidet sich sehr oft von dem, was Experten sich ausdenken. Manchmal habe ich das Gefühl, man muss sich bei dem expliziten Wissen nur weit genug von dem Alltag entfernen, dann glaubt man, diesen im Griff zu haben. Aber im Alltag geht es nicht. So, da ich diesen Appell an alle richte, habe ich mich natürlich nicht ausgenommen und habe schon sehr frühzeitig angefangen, in einer Lebensverfügung aufzuschreiben, was ich mir wünsche, wenn ich pflegebedürftig bin. Und da steht beispielsweise, ich möchte im Sommerregen nach draußen gefahren werden, um den Regen zu spüren, die warmen Tropfen, die auf meinen Körper platschen. Sollte sich danach herausstellen, dass ich eine Lungenentzündung bekomme, so ist das nicht schlimm, auch nicht, wenn deren Verlauf tödlich ist. Ich übernehme die Verantwortung. Auf jeden Fall will ich einmal am Tag mit Süßigkeiten versorgt werden. Die von mir bevorzugten Schokoladenmarken sind von Milka Noisette und von Linz Zartbitter. Und ich halte das an dieser Stelle fest, damit keiner auf die Idee kommt, mir meine tägliche Dosis mit dem Hinweis auf meinen erhöhten, ja lebensbedrohlichen Blutzuckerwert zu verweigern. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich abends, wenn ich in irgendeinem Pflegeheim oder wenn ich zu Hause gepflegt werde, ins Bett gelegt werde, auf meinem Kopfkissen ein kleines Stückchen Schokolade finde. Ich möchte, dass man meinen Alterssitz zu meinen Lieblingsorten bringt und mich dort verweilen lässt. Alterssitze stelle ich mir also einen schönen Sessel vor mit einem Schutz gegen die Witterung und dann kann man mich an große Baustellen vor die Zäune stellen und dann für die Kupacos und Torres.
Ich bin zu den Heimspielen von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln gefahren und werde auch da will ich nichts mehr sehen und kaum noch etwas hören. Sollte ich nach einem Schlaganfall meine Arme und Hände nicht mehr bewegen können, will ich, dass man mir abends eine Zigarre zum Mund führt und mir die Gelegenheit verschafft, ein paar Züge zu machen. Ich war mal ein starker Raucher, habe das irgendwann aufgegeben, aber ich denke mir eines Tages, ist ja nicht mehr so lange, wenn der Lungenkrebs keine Chance hat, mehr mich einzuholen, fange ich wieder an. Ich stelle mir das wunderbar vor, die Zigarre. Und ich verlasse mich einfach auf die Sensibilität von Sabine, wenn sie die Zigarre zu meinem Mund führt und ich so mache, dass sie nicht sagt, nee, Herr Schütze, noch gucken Sie mal hier. Ich bestehe ein kleines Glas Wein zum Mittagessen, auch für den Fall, dass meine Leberwerte keinen weiteren Tropfen Alkohol zulassen wollen. Sollte ich mein Zimmer nicht mehr finden, wünsche ich kein Bild eines Lieblingstieres an meiner Tür, sondern ein frisch gezapftes Glas Kölsch in meinem Zimmer und dann werde ich mein Zimmer auf jeden Fall finden. Gestatten Sie mir jetzt eine kleine persönliche Bemerkung, ja, also in einem Heim, also es ist wirklich wahr, in einem Heim hatte ich gesagt, ach, diese Kette kommt, das alles schon so, ja, so eins geworden, fertig, das raus. Und dann haben wir es auch gemacht, kam die Heimaufsicht, die hatte natürlich schon mal irgendwas davon gehört, ja, und sagt, oh, das war gar nicht schlecht, ja, und die Heimleiterin sagt, dann fahren Sie mal in Herrn Schützendorf, er fragt mich auch, und dann habe ich ihr die Geschichte mit dem Kölsch erzählt, ja, also einfach so aus dem Laune raus, und er sagt, Herr Schützendorf, das ist doch ungesund, ja. Ja, warum stehen solche Leute nicht auf der Anklagebank, sondern Sabine S., ich weiß es nicht. Sollte ich eine Vorliebe für meinen Kot entwickeln, soll man mich bewundern, wenn ich damit spiele. Allerdings sollte man mit der Entfernung nicht allzu manövrieren. Vielleicht lese ich das auch noch vor. Diese Wünsche scheinen mir nicht übertrieben und durchaus erfüllbar. Gerne würde ich auch festlegen, dass man Recht auf alle notwendigen medizinischen Leistungen, einschließlich eines passenden Gewissens und Hörgerätes, beachtet wird. Ich verzichte auf die Niederschrift, weil die Aussicht auf Erfüllung dieses Wunsches immer unrealistisch war. Hohes Gericht, ich komme also zum Abschluss meines Plädoyers. Ich beantrage Freispruch für Sabine, allerdings unter der Auflage, dass sich Sabine in Zukunft mehr um sich selber kümmert. Vielen Dank.